Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diesmal gibt es ein kleines Update meinerseits, weil es gibt so ein paar Sachen, die ich euch einfach nahebringen muss, die sich vielleicht auf dem Kanal verändern oder ein kleiner Ausblick, was in Zukunft so kommen wird. Deswegen gibt es jetzt dieses kurze, gebündelte Update für euch, wo ihr auch gerne mal drunter kommentieren könnt, weil ich habe auch ein paar Fragen an der Stelle an euch, was ihr vielleicht in Zukunft auf dem Kanal sehen möchtet. Zuallererst, ich werde meine Facebook-Seite einstellen. Ich hatte eine Facebook-Seite von Mutantix 8, wo ich regelmäßig gepostet habe, was für andere neue Filme ich geschaut habe, die ja auf DVD und Blu-ray zum Beispiel erschienen sind. Auch was zu Serien geschrieben habe, weil ich mache ja gar keine Videos so zu Serien. Ich rede, wenn dann, ein bisschen im Podcast mit Daniel zusammen darüber. Aber ich werde diese Seite einstellen, weil ich habe das Gefühl, keiner hat sie irgendwie so wirklich wahrgenommen. Und im Endeffekt ist es dann auch immer nur mehr Arbeit, noch eine Seite parallel zu diesem YouTube-Kanal zu betreiben. Diese News oder diese Updates, was ich Neues gesehen habe, werden nach wie vor kommen, aber ich werde sie direkt auf YouTube posten. Somit habe ich eine Auslagerung weniger, könnte man sagen. Und das ist einfach gebündelter auf einer Seite und das finde ich einfach irgendwie schöner. Noch eine Nachricht, ich wurde öfters von euch gefragt, wann geht es mit dieser Game of Thrones Let's Watch-Reihe weiter? Und ich kann so viel sagen, ich habe mich dazu entschlossen, ich mache keine Let's Watches mehr. Wenn ihr großer Fan wart von diesem Format, dann tut mir das leid an dieser Stelle. Ich habe aber einfach gemerkt, das macht mir nicht mehr wirklich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hindert mich dann doch zu sehr daran, das Eigentliche, was ich schaue, so wirklich zu genießen. Bei den Insidious-Dingern und bei den Paranormal Activity-Sachen und so hat es noch Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber vor allem bei der Game of Thrones-Serie war ich jetzt so, dass ich gar keinen Bock mehr hatte, Game of Thrones weiterzugucken, weil ich wusste, ich muss dann dieses Let's Watch dazu machen, was dann so viel Arbeit nochmal oben drauf ist und ich will eigentlich nur diese Serie schauen. Deswegen, ja, wird es das an der Stelle nicht mehr geben. Ich will nicht sagen, es wird es überhaupt nie wieder geben. Vielleicht finde ich nochmal eine Filmreihe oder sowas, wo ich das dann mache. Vielleicht mache ich noch das Let's Watch zu dem vierten Insidious-Film, weil das habe ich ja auch gar nicht mehr geschafft. Vielleicht mache ich das dann dieses Jahr zu Halloween. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Ja, aber vor allem mit Game of Thrones wird es das nicht mehr geben. Und ich habe Game of Thrones jetzt auch komplett durchgeschaut. Und ja, das Ende war enttäuschend, genauso wie viele andere das gesagt haben. Mit dem Podcast wird es auf jeden Fall weitergehen. Unsere Marmelade, das macht Daniel und mir unglaublich viel Spaß, das zu machen. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, was das angeht, dann schreibt das ruhig mal unten rein. Wünscht ihr euch irgendwas, was wir anders machen können? Vielleicht an Themen, worüber wir noch sprechen sollten oder was euch nicht interessiert, worüber wir viel sprechen oder keine Ahnung. Schreibt das einfach mal unten rein. Das wäre auf jeden Fall cool, dafür mal Feedback zu bekommen. Dann hatte ich euch ja gefragt, was die nächste Horrorreihe ist, die ich mal besprechen soll, weil das mache ich ja eigentlich ganz gerne. Letztes Jahr war es Scream, was ich mir zu Halloween angeschaut habe. Und dieses Jahr habe ich euch gefragt, was wollt ihr als nächstes sehen? Chucky oder Texas Chainsaw Massacre? Und die Mehrheit hat sich entschieden für Texas Chainsaw Massacre. Also werde ich mir diese 8 Filme oder wie viele das sind, auf jeden Fall reinziehen und dazu Videos machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ob ich da so einzelne Videos mache oder ob ich da so zusammenhängende Videos mache, wie ich damals bei der Hellraiser-Reihe und bei Freitag der 13. gemacht habe. Weiß ich noch nicht so ganz, aber es wird auf jeden Fall was zu Texas Chainsaw Massacre als nächstes kommen. Sonst vielleicht noch so generell zu den Reviews auf meinem Kanal. Wahrscheinlich habt ihr das schon mitbekommen. Es hat, was die Reviews angeht, ein bisschen abgenommen. Und zwar fand ich es ein bisschen langweilig, nur immer zu diese Reviews hochzuladen. Und vor allem habe ich auch irgendwann gemerkt, ich mache viele Reviews zu Filmen, die mich dann doch vielleicht gar nicht so 100% interessieren oder wo ich gar nicht so sehr hinterstehe. Und das wollte ich einfach ein bisschen eindämmen. Im Endeffekt heißt das bloß, ich schaue mir viel weniger Blockbuster an mittlerweile, weil mich auch viele Blockbuster einfach nicht interessieren, was so im Kino rauskommt. Und dazu gibt es einfach weniger Reviews. Und deswegen, ich möchte mich eigentlich viel mehr verlagern auf so diese ganzen Indie-Filme, diese kleinen Sachen. Die noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen haben. Finde ich eigentlich viel interessanter, darüber was zu erzählen und euch das auch so ein bisschen zu empfehlen und nahezubringen, anstatt jetzt über, was weiß ich, keine Ahnung, den nächsten Fast and Furious-Film zu erzählen, den sowieso jeder auf dem Schirm hat. Was nicht heißt, dass es keine Reviews gibt zu den Blockbustern, die mich interessieren. Wie gesagt, ich war ja im Kino bei Avengers und bei X-Men und bei Godzilla. Also zu dem Film, klar,
wird es da Videos zu geben. Im Endeffekt gibt es immer Videos zu einem Film, wenn ich im Kino war. Es ist bloß so, dass mein Interesse an den sonstigen Mainstream-Blockbustern sehr, sehr stark abgenommen hat in den letzten Jahren. Und ich wurde auch öfters gefragt, ob ich nicht mal wieder was zu Star Wars machen kann, sowas Generelles. Und da habe ich schon recht lange was in Planung. Und zwar, ich sammle mir den ganzen Star Wars Canon zusammen, ne? Seitdem Disney ja Star Wars gekauft hat. Es gab ja dieses Expanded Universe Legends, heißt das jetzt. Diese ganzen Bücher und Comics, die damals entstanden sind, nachdem die Originaltrilogie rauskam. Das ist jetzt alles Star Wars Legends und jetzt gibt es den neuen Star Wars Canon. Da zählt auch The Clone Wars, Star Wars Rebels mit rein, diese neuen Disney-Filme. Das ist alles der Star Wars Canon und die neuen Romane und Comics und so weiter, die dazu erscheinen. Das sammle ich mir alles zusammen. Ich habe einige von den neuen Büchern. Ich habe fast The Clone Wars mittlerweile komplett auf Blu-ray. Ich habe viele von den neuen Star Wars Canon Comics. Und das gefällt mir alles auch sehr, sehr gut. Und ich habe überlegt, nachdem Episode 9 raus ist, den ganzen Canon mal so chronologisch durchzugehen. Also von dem, was sozusagen als erstes in der Timeline spielt, immer weiter vorzugehen. Und jede einzelne Sache irgendwie kurz vorzustellen und kurz zu besprechen, lohnt sich das da reinzugucken? Was ist der Aufhänger an diesem Ding? Also wäre das so eine Star Wars Canon-Reihe, die sich als neues Format durchziehen würde durch meinen Kanal. Wenn euch das interessiert, dann schreibt hier jetzt mal rein, ja, das will ich sehen. Und schreibt mal auch mal rein, wenn nicht. Weil wenn euch das nicht interessiert, dann kann ich mir das ja auch sparen. Weil ich mir den Canon so oder so geben. Die Frage ist nur, ob ich dann extra noch ein Video zu jedem Ding mache oder nicht. Und es wird dieses Jahr eine Sommerpause geben. Und zwar bin ich den ganzen September weg. Ich habe vor, mit meiner Freundin nach Spanien runter zu trampen. Deswegen wird es im September eigentlich nichts geben. Was, glaube ich, aber auch okay ist für euch. Ich habe mir allerdings überlegt, ihr habt ja alle gefragt, wann gibt es mal eine Blu-ray-Overview oder eine Sammlungs-Overview. Und ich habe mir überlegt, ja, wenn es das gibt, warum gebe ich euch das dann nicht einfach vor der Sommerpause als Send-off in die Sommerpause sozusagen. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen und schreibt mir mal unten drunter. Ich habe mir überlegt, wir können das auch als Livestream machen. Also ich kann mich auch hinsetzen und ihr könnt live dabei zugucken, wie ich meine Sammlung vorstelle, eine Blu-ray nach der anderen sozusagen. Und dann könnt ihr auch live mitkommentieren und ich kann auf eure Fragen nochmal eingehen. Wenn ihr das blöd findet, weil vielleicht die Qualität zu schlecht ist oder so, dann kann ich das auch als ganz normales Video machen. Also schreibt mir das mal unten drunter in die Kommentare und eigentlich war es das schon mit dem Update. Das waren die Sachen, die ich euch mal wissen lassen wollte. Dann hoffe ich, ihr habt einen schönen Sommer und schaltet auf jeden Fall ein zu den nächsten Videos. Als nächstes gibt es ein neues Sammlungsupdate und dann würde ich sagen, macht's gut, bis dann.